Moin, meine Lieben. Und vor allen Dingen, meine lieben PlayStation VR 2 Besitzer, heute geht es um den Komfort, tatsächlich. Ich kriege immer sehr viel Feedback von Leuten, die sagen, nee, die PlayStation VR 2, ich komme nicht klar, wie soll ich sie aufsetzen? Hier vorne drückt es, da hinten zieht es und in der Mitte bin ich. Ich persönlich habe gar nicht so doll das Problem, ja. Aber sie ist tatsächlich nicht so super, super, ultra, bestes auf der Welt, komfortabel wie die PlayStation VR 1. Das muss ich auch sagen, ja. Also die saß wirklich einfach wie ein Traum auf dem Kopf, ohne dass man sie jemals wieder spürte. Ich spiele hier ja gerne mal 2-3 Stunden mit, wie ihr wisst, wenn ihr unsere Livestreams anguckt. Da kommt es schon mal vor, dass man die auf jeden Fall so ein bisschen korrigiert und ein bisschen hin und her rutscht und so. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass wir jetzt keine asphärischen Linsen mehr haben und einen relativ kleinen Sweet Spot. Man kommt da auch mal raus. Ich bin eigentlich ein totaler Fan von dem Originaldesign. Deswegen kein Typ, der gerne moddet. Aber es gibt natürlich Produkte, die gucke ich mir manchmal gerne an. Und diesmal war es mir auch ein Anliegen, denn vielleicht gibt es Abhilfe mit diesem Gerät hier. Globular Cluster CMP2 Komfortabel Mod for PSVR 2. Ich hoffe, die Designer haben einen besseren Job gemacht als der Texter. Ja, kein Scheiß. Das habe ich mir jetzt aus China geordert, direkt vom Hersteller. Und gleich dazu ein Tipp, macht es nicht. Ich habe vor 2 Wochen einen Link gepostet zu der Amazon-Bestellversion. Und das wäre die bessere Nummer gewesen. Ja, alle, die das zeitgleich mit mir bei Amazon bestellt haben, die haben es dann irgendwie schon seit einer Woche gehabt. Und ich muss jetzt so lange warten. Also bestellt es lieber bei Amazon, aber kommen wir später zu. Jetzt gucken wir erstmal rein, was da drin ist, was das soll und so weiter. So. Hier ist das ganze Ding drin. Hier ist schon mal ein Nackenstück. Das ist aber einfach erstmal nur ein weiches Stoffteil. Erinnert so ein bisschen an die Valve Index, finde ich, von der Maserung hier. Ganz süß. Und hier ist dazu passend eine Plastikhalterung für die Stirn und auch ein Stoffteil. Zusätzlich, und das ist eigentlich das Nette, gibt es aber auch noch. Das fühlt sich nochmal ganz anders an. Okay, das hier scheint Schaumstoff oder sowas zu sein, oder? Ich weiß es nicht genau. Es ist sehr, sehr weich, eher so ein Gel. Alternativ, und das hier ist übrigens jetzt auch so ein ganz samtiger Stoff oder sowas. Das ist ganz schön, aber ist auch ein bisschen wackelig daran. Na gut, mal gucken. Und dann, hier für alle Freunde, gibt es dann auch nochmal das klassische Kunstleder, ja. So, aber alle fühlen sich sehr, sehr weich an. Wisst ihr, was ich aber interessant finde? Wir haben ja die Rumble-Funktion hier vorne drin, ja. Wenn das Polster jetzt irgendwie zu sehr dämmt, dann wird natürlich auch der Rumble gedämmt. Interessant. Und das hier ist jetzt der Teil, der dann an den Hinterkopf kommt. Alter Schwede, wieso ist der so schwer? Und hier ist bereits einfach so eine Gummimatte drauf. Das fühlt sich erstmal komisch an, aber wir haben ja schon gesehen, man kann entweder die benutzen oder auch Kunstleder. Und außerdem ist hier dann noch ein Werkzeug drin, mit dem man das ganze Ding wegpünübeln kann und anbauen kann. Und genau das werde ich jetzt mal tun. Neu ist dann auch, dass man hier so ein Headstrap über dem Kopf haben wird. Das Ding hier kommt in den Nacken. Ich habe auch schon überlegt, als ich das gesehen habe, dass es nicht besser gewesen wäre, wenn hier noch eine Delle ist, damit man auch ein bisschen besser hochgucken kann. Wenn der hier nämlich im Nacken sitzt, ah ja, okay, wenn der richtig am Hinterkopf ist, dann geht das gut. Ja, bin gespannt. Da, ne? Ein Problem ist nämlich, dass vielen Leuten das am Hinterkopf immer irgendwie rumrutscht und sie nicht so richtig wissen, wo das hin soll. Ich habe tatsächlich, nachdem ich letztens meine PlayStation VR wieder aufgesetzt hatte und gemerkt hatte, wie die auf dem Kopf saß, immer versucht, die PlayStation VR 2 wie die PlayStation VR 1 aufzusetzen. Aus irgendeinem Grund lädt die PlayStation VR 2 nicht dazu ein, sie genauso aufzusetzen. Aber wenn man das tut, fand ich es jetzt eigentlich immer ganz bequem. Im Dienste der Wissenschaft gucken wir uns das mal an. Hier drunter ist dann auch so ein Gelzeug. Okay. Und ich muss mir jetzt eigentlich nur überlegen, mit welcher Version von diesem Ding ich jetzt eigentlich arbeiten möchte. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, denn der hier, der Stoff, der fühlt sich so schön glatt an. Aber rutscht vielleicht auch mehr. Das hier erinnert mich an die Index, habe ich schon gesagt. Wisst ihr was? Ich nehme das Graumelierte. Die Plastikteile, die hier dran sind, die ja dann tatsächlich an der PlayStation VR 2 halten, die wirken jetzt okay. Das hier macht eigentlich einen okayischen Eindruck. Das kann man übrigens sehr leicht wechseln, ja, mit Hilfe von Klett. Also die Vorderseite ist sowieso gar kein Problem. Die kann man jederzeit austauschen. Praktischerweise ist hier auch ein Heftchen dabei, das beschreibt, was wir zu tun haben. Oh, lässt sich eigentlich easy abziehen, das Teil. Das ist original. Das ging sehr, sehr einfach ab. Und ich weiß auch gar nicht, was sie hier gemacht haben. Ich finde die Oberfläche ja ganz nett, ne?
Aber die Polsterung hier drin ist einfach nur so ein bisschen Luft und Plastik. Okay. Den hier verstehe ich nicht hundertprozentig. Muss ich aber auch nicht, solange er festsetzt. Ich bin echt gespannt. So, jetzt kommt das interessante Stück, nämlich das hintere. Also mit dem mitgelieferten Tool kommt man eigentlich ganz gut rein. Kann es dann so abknöbeln. Das ist unser Original. Guckt euch das mal an. Hier kann man leider nicht reingucken. Bum, bum, bum. Aber nur so ein Ding. Und jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Ich dachte nämlich, dass das hier wäre auch eine harte Schale, aber das ist tatsächlich weich, ne? Also das funktioniert. Wie gesagt, ich möchte gar nicht dieses Gummiding hier dran haben, sondern das nette Graue. Dann muss ich hier das Gelteil auch rausnehmen. Ich werde irgendwann mal alle durchprobieren, aber für den Moment möchte ich nur das und dann kann man das hier reinkletten. So. Oh, das ist interessant. Ja. Das Gel-Ding hat nämlich tatsächlich einen großen Teil des Gewichtes. Ja. Und auch der hier, also die beiden zusammen, das ist deutlich schwerer als der Bruder hier. Das ist doch mal ganz fein. Okay. Nice. Auch noch Gewichtsreduktion. Der jetzt hier reingesteckt. Und das ist er. So, ich bin verunsichert, weil hier ist es einmal Sonnenjohnny noch bei. Ja, einfach ein flaches Kopfband mit Klett an beiden Seiten. Und dieser gepolsterte Jungmann hier. Schön. Eigentlich braucht man sowas allerdings bei einem Halo-Design nicht, würde ich sagen. Ja. Das sitzt ja schon wie ein Ring auf dem Kopf eigentlich. So, irgendwie fühlt es sich jetzt anders an, das aufzusetzen. Aber wir kriegen das hin. Ich lege mir das an die Stirn. Schraubt das ein bisschen fest, nicht zu fest. Ich glaube, das ist auch ein Fehler, den viele mit dem Originalding machen. Ja? Die ballern den so fest und dann drückt es am Kopf. Das muss man gar nicht. So, in dieser Position jetzt, die ich habe, bin ich im richtigen Sweet Spot. Ja? Hier habe ich gerade quasi das perfekte Bild. Aber muss echt sagen, ich bin mir nicht sicher. Also ich spüre das Ding auch gerade hinten. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das umschließt jetzt nicht nur meinen Schädel, sondern dieser untere Bereich piekst hier auch ein bisschen in meinen Nacken. Ja? Also ich kann den Kopf zwar bewegen, aber ich glaube, ich hätte es wirklich netter gefunden, wenn hier so eine Delle reingefräst wäre. Ich glaube, die Valve Index hatte das tatsächlich so. Ich habe auf jeden Fall schon Halterungen gesehen, die das machen. Und ich glaube, ich finde das besser. Die Fläche hinten fühlt sich jetzt auf jeden Fall irgendwie ein bisschen schwitziger an, gerade bei mir. Vielleicht ist ja der Stoff doch nicht so toll. So sitzt das auf meinem Kopf. Ja. Ich weiß nicht, ob das anders ist, als ich es vorher hatte. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich mit dem Stoff jetzt so klarkomme. Irgendwie habe ich so ein schwitziges Gefühl an der Stirn und im Nacken. Also im Hinterkopf. Ja, ich vermisse dich. Wisst ihr, was ich jetzt nochmal schnell mache? Wir setzen jetzt nochmal den ein und gucken auch mal, wie die sich anfühlen. Ja, weil der Stoff irgendwie, mir wird gerade warm am Kopf. So, und das habe ich auch gemacht. Dann habe ich ein Video darüber gemacht, wie viel besser diese Leder und das andere Kopfteil ist. Und das habe ich aber nicht abgespeichert. Aber es ist gar nicht so schlimm, denn seitdem habe ich mit dieser Konfiguration, so sieht es jetzt bei mir aus gerade. Also hier hinten ist das Kunstlederteil drauf mit einem Schaumstoff drin. Und hier oben das Gelpad mit diesem ganz, ganz weichen Stoff. Ja. Vor allem finde ich das auch ganz angenehm, das ist ein bisschen kühlend. Und das ist tatsächlich deutlich besser als der Indexstoff. Denn während bei dem unter dem Kopfband einfach nur Schaumstoff ist, ist es hier halt das Gel-Ding. Das hat einen viel, viel besseren Halt. Ja. Finde ich wirklich massiv besser. Das Stoffding würde ich sagen, das werde ich nie wieder draufsetzen. Ich habe jetzt ein paar Tage damit verbracht, ja. Ich habe VS Skater gespielt, ich habe Synapse gespielt und vor allen Dingen auch Pistol Whip. Ihr wisst Bescheid und so eine Geschichten. Ja, also das Ding jetzt mal richtig gefordert und kann euch jetzt nicht nur meinen ersten groben Eindruck vermitteln, sondern meinen konkreten, ja, den getesteten. Was ich tatsächlich jetzt aber immer noch nicht getestet habe, weil ich da gar keinen Bedarf jetzt mehr hatte, ist dieses super dicke Gelpad für den Hinterkopf. Ja. Das
werde ich mir vielleicht irgendwann mal angucken. Aber in dem Moment, wo ich erstmal fein bin mit diesen Geschichten hier, habe ich da gar keine Not gesehen. Es ist tatsächlich für jemanden, der auch mit dem Original eigentlich zufrieden war, eine Verbesserung. Ja, es ist eine Verbesserung, tatsächlich hauptsächlich am Hinterkopf. Das Vorderding habe ich nie so als Problem empfunden. Aber ich muss sagen, dass auch das jetzt einfach irgendwie angenehm ist am Kopf. Ich konnte noch nicht erkennen, ob der Rumble sich jetzt massiv verschlechtert hat. Da habe ich schlicht nicht drauf geachtet. Ja, vielleicht ist es dann aber auch okay, weil es mir überhaupt nicht aufgefallen ist. Meine Kritik, dass diese Schale hier hinten aber so ein bisschen in den Nacken sticht, zumindest bei mir, die bleibt aber bestehen. Ja? Also ich hatte mir hier eine kleine Neigung noch gewünscht oder so. Vielleicht schneide ich mir das ja hier mal aus diesem weichen Gummi nochmal raus oder so und modde das Mod. Crazy. Für mich, der mit dem Original gut klarkommt, ist auch das hier trotzdem eine Verbesserung. Ob das jetzt eine 60-Euro-Verbesserung ist, das steht allerdings noch auf einem anderen Blatt Papier. Ja, tatsächlich würde ich mir wünschen, dass sie einfach nur das und das Teil verkaufen und nicht so eine große Sammlung an Sachen und dann vielleicht nur für 30 Euro. Ja, das wäre eigentlich auch okay. Aber keine Ahnung, wieso sie das so machen. Vielleicht lohnt sich das auch tatsächlich für die Firma, nur wenn sie die ganzen Teile zusammen verkaufen. Dieses Kunstlederding, was eigentlich viel besser zu dem Kunstleder-Rückenteil passt, habe ich jetzt nicht benutzt, weil das vom Gel her sich genauso anfühlt. Aber ich mag irgendwie diesen weichen Stoff. Aber es ist auch gut zu wissen, dass man noch einen Ersatz hat, falls mit dem mal irgendwas passiert. Bei mir hat nur der hier jetzt so nicht so abgeliefert. Ja, das fühlte sich einfach zu wabbelig an. Viel Polsterung ist auch nicht immer gut bei VR-Headsets. Ja, man braucht auch Halt am Kopf. Und das liefert der jetzt eigentlich gut ab. Und ich denke mal, wenn jemand mit dem Vanilla-Ding jetzt überhaupt nicht klarkommt, dann sollte er das auf jeden Fall ausprobieren. Dann ist die Chance, dass es hier Verbesserungen gibt, wesentlich größer als noch bei mir. Ich hätte jetzt mein Fazit, hätte ich mir nur das und das für 30 Euro gekauft oder 25, dann wäre das ein richtig gutes Ding. Kleines Geld hätte ich eine Verbesserung. Es ist aber auch noch nicht komplett am Ende angekommen. Ja? Also ich habe es jetzt nicht aufgesetzt und gedacht, ja, das war's. Mehr brauche ich nicht mehr in meinem Leben. Das ist jetzt das Bequemste, was ich jemals erlebt habe. Da bin ich gespannt, ob vielleicht nochmal weitere Hersteller in die Bresche springen. Aber ich glaube, damit werde ich jetzt erstmal eine Weile auskommen. Ihr seht auch, ich habe den Headstrap so hier jetzt mal dran gemacht und dran gelassen. Ich spüre aber von dem jetzt keinen bemerkenswerten Vorteil. Ja? Weil das Gerät jetzt sowieso am Hinterkopf und oben fest sitzt und nicht hoch oder runter rutscht. Also definitiv eine Verbesserung. Ich werde euch zu diesem Teil zwei Links unter das Video machen. Einer direkt zum Hersteller, also auf die Seite des Herstellers. Dann wird es direkt aus China zu euch geschickt. Es dauert halt auch nur so, ich weiß nicht, was habe ich jetzt gebraucht? 10, 14 Tage maximal. Das geht eigentlich, das kann man aushalten. Also mich hat es jetzt 60 Euro gekostet, wenn oder 70 sogar bei Amazon. Kostet 10 Euro weniger und man kriegt es schneller. Der Amazon-Link ist dann aber auch ein Affiliated-Link. Also wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, geht ihr bitte sowieso darüber. Dann bekomme ich nämlich ein paar Cent vom Anbieter und kann mir dafür ein Mittagessen kaufen. Und ihr könnt so den Kanal auch noch ein bisschen unterstützen. Mittagessen ist gut. Ey, wo kriegt man denn Mittagessen für ein paar Cent? Tch, witzig. Nur wenn ich selber koche und nur Spaghetti ohne alles mit Ketchup. Anyway. So, das war mein Review zu der ganzen Kiste hier. Ich hoffe, das ist hilfreich für euch da draußen. Falls ich irgendwas vergessen habe und ihr noch Fragen habt, dann stellt sie selbstverständlich hier unten im Video. Falls ich noch irgendwelche Erkenntnisse sammle im Laufe der Zeit, wo ich das jetzt benutze, ja, dann werde ich sie auch selber unter das Video schreiben. Beziehungsweise jeder, der dieses Teil jetzt schon benutzt hat. Ja, da sind ja schon ein paar Leute da draußen, die haben sich das auch schon besorgt. Eure Erfahrung mit dem, ja, vielleicht nur ein paar Sätze. Das hilft jedem anderen, der auf der Suche ist nach einer Verbesserung des Komfort für die PlayStation VR 2. Und damit tut ihr der Community einen Gefallen. Das wäre doch ganz nett. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Ich würde mich jetzt noch über ein Däumchen vorne euch freuen. Abonniert ruhig den Kanal. Denn sowas kommt hier natürlich öfter mal vor. Ich bin raus. Bis dann, so Mutanten, so Mofan VR. Immer für euch da. Bye, bye.